Auf graue Maus spielen haben sie in Rostock mit David Blacher auf jeden Fall keine Lust mehr. Nach Rang 13 in der Vorsaison soll es mal wieder im Aufstiegsrennen als was zu holen geben für Hansa. Unser Neutrainer Peter Vollmann, der nach dem 4:3 Auswärtssieg in Münster eine unveränderte Startformation heute ins erste Heimspiel der neuen Spielzeit schickt, heißt also im Angriff bekommt Hadi Sabran wieder den Vorzug vor Neuzugang Ziemer. Blacher links, Bickel rechts, die schnellen Außen. Hanel, der Kapitän im Tor, der Ersatzkapitän. Christian Stuff ist der neue Mann mit der Binde, der Innenverteidiger. Auf der anderen Seite Walter Kogler nach dem 1:2 gegen Dortmunds Zweite der Heimpleite. Er sagt, Angst vorm Verlieren, heute verboten. Zweimal tauscht er aus in seiner Startformation. Hinten rechts Eichmeier, der getroffen hat gegen den BVB, rückt rein. Und auch Christoph Menz, auch der kommt in die Startformation. Kadric und Niedfeld müssen raus aus der Startelf. In Rostock soll es heute mal wieder was geben für den FC Rot-Weiß Erfurt. Da haben sie seit 23 Jahren nicht mehr gewonnen. Seit 1991 nicht mehr und seitdem auch keine Treffer an der Ostsee erzielt. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, das fand in diesem Stadion im November letzten Jahres statt. Damals gab es ein 1:0 für den FC Hansa Rostock. Torschütze David Blacher nach exakt 33 Sekunden. Erfurt im ersten Abschnitt von links nach rechts. Rostock von rechts nach links, natürlich in den blauen Leibchen. Das ist Denis Weidlich. Die werden doch nicht schon wieder so einen Blitzstart hinlegen. 33 Sekunden sind exakt in diesem Moment gespielt. Kein Treffer für Hansa, aber zumindest der erste Eckstoß der Begegnung herausgeholt vom Ex-Erfurter Denis Weidlich. 2 Jahre hat er in Thüringen gespielt. Tolle Kulisse in Rostock, 14.000 Zuschauer da. Die Stimmung prächtig. Der Anhang erwartungsfroh. Erste Minute, also erster Eckstoß. Sabran! Gegen Münster hat das hervorragend geklappt. Hansa, die Blitzstarter in Münster. Nach 7 Minuten hat es da gescheppert. Hier wäre es fast wieder ein Traumstart gewesen. Und so viel fehlte da nicht fürs zweite Saisontor von Hadi Sabran. Erfurt hat sich aber auch ein bisschen was vorgenommen. Sie wollen einen Katastrophenstart vermeiden. Unbedingt was mitnehmen aus Rostock von der Ostsee. Sebastian Thyralla holt hier einen Freistoß heraus. Im Ringkampf mit Schünemann. Kampka, der Unparteiische, entscheidet auf Freistoß für die Gäste. Und den schauen wir uns an. Zichos! Die Erfurter fordern einen Handelfmeter. Der Schiri lässt weiterspielen. Die Situation wenig später dann auch geklärt. Und für uns nochmal die Gelegenheit, draufzuschauen, ob es denn ein Handspiel war. Schwertfeger soll der Übeltäter gewesen sein, aber auch wenn es schwer aufzulösen ist, eine Hand war da definitiv nicht im Spiel, die richtige Entscheidung weiterlaufen zu lassen. Dann Erfurt mit der nächsten Gelegenheit. Thyralla mit dem Eckball, aber daraus resultiert ein Konter. Da ist nämlich Hansa die Segel und dann marschieren sie nach vorne. Das ist Krause, der Außenverteidiger, hat das Auge für Blacher. Blacher, der fackelt nicht lange, aber Klevin mit guter Reaktion. Blitzsauberer Konter. Der Kogge mit einem guten Abschluss von David Blacher, aber auch einer ordentlichen Reaktion von Klevin im Tor der Gäste. Hansa hat die deutlich bessere Spielanlage in dieser Anfangsphase, hat auch viel mehr vom Spiel. Erfurt noch ziemlich nervös. Und wieder kommt David Blacher angerauscht. Der 23-Jährige immer mit vollem Risiko, technisch mit allen Wassern gewaschen. Hier jagt er den Ball mit seinem etwas schwächeren Linken allerdings in die Wolken. Walter Kogler sieht einen nervösen Beginn seiner Mannschaft. Rostock schnürt Erfurt phasenweise hinten ein. Kogler zeigt die Richtung an, aber seine Mannschaft erstmal weiter nur im Rückwärtsgang. Hansa, gute Kombination. Sabran, der Wühler, aber auch das ist zu unpräzise. Das hat gegen Münster in diesen ersten gut 30 Minuten viel, viel besser funktioniert. Hier lassen sie viel liegen. Erfurt lässt aber auch nicht allzu viel zu. Und wenn es dann meistens mal schnell wird bei Hansa, dann packen die Thüringer die taktischen Fouls aus. Jutt und Thyralla werden dafür jeweils mit einer gelben Karte bestraft. Aus dem Spiel heraus von Erfurt bislang herzlich wenig. Jetzt mal ein Überraschungsmoment. Eichmeier und Christian Falk. Heute einzige Sturmspitze im Team von Rot-Weiß. Der Österreicher groß gewachsen, aber mit einem 1,99 Mann als Bewacher Christian Stoff hat er es schwer. Die Ecke, die können wir uns schenken, denn die verteidigt seine Mannschaft, das Team von Peter Vollmann aus
gezeichnet. Vor allem an der Rückkehr an die Ostsee mit ihm soll mal wieder so ein bisschen Konstanz reinkommen beim FC Hansa Rostock. Apropos Konstanz. Konstanz schlecht spielt Rot-Weiß Erfurt im ersten Abschnitt. Hier mal eine gute Aktion von Bukwa und dann so ein Fehlpass ins Niemandsland. Und so plätschert die Partie dahin. Dann muss gewechselt werden. Nach einer guten halben Stunde ist Feierabend für Robin Krause. Oberschenkelprobleme. Muss raus. Es geht nicht mehr weiter. Für ihn kommt der erst 17-jährige Max Christiansen ins Spiel. Und apropos verletzungsbedingte Wechsel. Schrecksekunde bei Rot-Weiß Erfurt. André Laurito wälzt sich da am Boden. Der Kapitän. Das sieht richtig böse aus. Und auch die Mitspieler winken eiligst die Betreuer herbei. Was war denn aber überhaupt passiert? Schauen wir mal auf diesen Eckstoß. Stuff mit dem Kopfball der Eltern geht er zu Boden. Und dabei fällt er André Laurito richtig unglücklich aufs linke Knie. Es ist eine Zerrung für den neuen Kapitän bei Rot-Weiß Erfurt. Er muss ausgewechselt werden. Er kann nicht weiterspielen. Für ihn kommt Jens Möckel rein in die Partie nach seinem Schienbeinbruch ja erst wieder zurück. Gekehrt ins Team, muss also schon früh in der Partie den neuen Kapitän und Abwehrchef ersetzen. Es ist eine Zwangspause für Laurito, aber vermutlich keine längere. Morgen geht's zum Doktor in Erfurt, dann erfahren wir mehr. Kurz vor der Pause nochmal was für alle Schauspielschüler. So wird eine Schwalbe nicht erfolgreich produziert. Kai Schwertfeger, wir können es in der Zeitlupe nochmal sehen. Da ist offenbar eine ganz steife Brise durchs Stadion geweht. Sonst hätte es ihn da wahrscheinlich nicht umgehauen. Es ist die letzte Aktion im ersten Durchgang. Das Spiel ziemlich schwach. Einziger Highlight, die Fans in Rostock. Die Stimmung viel besser als dieser Drittliga-Kick zwischen Rostock und Erfurt. Aber wir haben ja noch 45 Minuten. Und die beginnen mit einer couragierten Erfurter Mannschaft. Möwald. Einfach mal aus der Distanz. Na, warum denn nicht? Da muss sich zumindest Jörg Hahnl im Tor der Rostocker mal hinlegen. Möwald mittlerweile mit der Kapitänsbinde. So richtig gefährlich ist das alles nicht, aber Rot-Weiß zumindest etwas bemühter im Spiel nach vorne. Aber weiterhin sehr, sehr fahrig und mit vielen Fehlern. Und das versucht Hansa schnell auszunutzen. Mit sauberem Umschaltspiel. Blacher leitet ein, orientiert sich dann ins Zentrum. Das sieht auch Schwertfeger. Und da ist er wieder, der 1,74-Mann. David Blacher, aber als Kopfballungeheuer wird er nicht in die Rostocker Geschichte eingehen. Seine Qualitäten hat er unten mit dem Ball am Fuß. Dieser Kopfstoß, so ein bisschen wie ein Streichelzoo, ziemlich harmlos. Apropos harmlos, nochmal Standard, nochmal Kopfball, dieses Mal von Halil Safran. Das Niveau dieser Begegnung bleibt auch im zweiten Abschnitt zunächst ganz schön überschaubar. Erfurt verteidigt gut und Rostock ist längst nicht so zwingend im Spiel nach vorne wie noch in Münster. Dann wird Zeit für die nächsten Wechsel. Bei Erfurt kommt Wiegel für Haris Bukwa, ziemlich abgetaucht im zweiten Durchgang. Und bei Hansa hat David Blacher Feierabend, heute nicht der Man of the Match beim Duell zwischen Rostock und Rot-Weiß. Für ihn kommt mit Ziemer ein zweiter Angreifer neben Ali Safran. Klare Ansage also von Peter Vollmann, es soll mehr Zug zum Tor kommen. Und sie setzen es direkt um. Bickel, mal eine schöne Kombination. Aber wie lange wartet er denn, bis er den Pass ansetzt? Christiansen war gestartet, hier im Bild der 17-Jährige. Aber das Anspiel von Bickel viel zu spät. Denen ist aber völlig egal, ob das Spiel nun gut oder schlecht ist. Die sind ja mittlerweile gewöhnt, dass sie zu Hause nicht gerade von ihrer Truppe verwöhnt werden. Dann ist auch Feierabend für Christian Falk. Für ihn kommt Simon Brandstetter in die Partie. Falk heute mit 2, 3, maximal 4 Ballkontakten allein auf weiter Flur im Angriff der Thüringer. Nicht viel zu sehen, aber kein Vorwurf. Es kamen auch nicht viele Bälle. Für ihn also jetzt Simon Brandstetter drin, der gegen Dortmunds Zweite ja noch gefehlt hat mit muskulären Problemen. Genauso wie Wiegel heute also mit seinem ersten Saisoneinsatz. Die Schlussphase ist angebrochen vor gut 14.000 Zuschauern. Möwald, Wiegel, der eine neue. Und der sieht Brandstetter, den zweiten neun. Und dann ist der Ball im Tor. 1-0 Rot-Weiß, 78. Minute. Das hatte sich wahrlich nicht angedeutet. Und es ist ein Treffer für Simon Brandstetter, der in die Erfurter Geschichte eingehen wird.
Seit Mai 91 hat in Rostock kein Erfurter mehr getroffen. Damals war es Thomas Vogel und jetzt trifft also Simon Brandstetter zum 1:0 für Rot-Weiß Erfurt. Gute Flanke von Wiegel, weitlich viel zu weit weg von Brandstetter und Erfurt plötzlich in Front. Ja, Rostock, geht das etwa wieder so los zu Hause? Wieder mit keinem Sieg? Sie probieren zumindest schnell eine Antwort zu finden. Natürlich angestachelt durch diesen Gegentreffer, aber so viel Zeit haben sie nicht mehr. Levin schnappt hier dem eingewechselten Starker aber den Ball vom Fuß weg. Tolle Partie heute des Schlussmanns. Keine Unsicherheit bei Philipp Levin. Hansa ist in diesem Jahr noch ohne Heimsieg. Sie wollten eigentlich den Heimfluch heute mal brechen gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Und noch ist ja auch nicht Schluss. Ziemer lässt sich nicht fallen. Sieht starke Hereingabe. Kleiner Eismann. Oh nö, ein Eigentor. Wie bitter ist das denn für Rot-Weiß Erfurt? Hansa Rostock gleicht aus. 3 Minuten vor dem Ende. Der Mann mit der Halbplatze, der hat's vorbereitet. Manfred Starke und dann Stefan Kleiner Eismann. Die tragische Figur. Energischer Einsatz von Ziemer, das entscheidend. Und der Rest ist einfach nur Glück für Rostock. Pech für Rot-Weiß Erfurt. Brandstetter natürlich verärgert. Er wollte den Siegtreffer erzielt haben, aber so macht es der Innenverteidiger richtig unglücklich für die Erfurter wieder 1:1. Alles wieder auf Unentschieden gestellt. Und es sind noch ein paar Minuten. Rostock wittert hier nochmal die Chance zum Sieg. Das ist Ziemer. Probleme mit der Einnahme. Kleiner Heißmann ist dran und dann kann ihn Ziemer nicht mehr wirklich kontrollieren. Also 75 Minuten waren wir hier wirklich nicht von einem tollen Fußballspiel verwöhnt. Aber in den letzten Spielzügen, da ging es nochmal ein bisschen ab. Ziemer hier aber entscheidend bearbeitet von Stefan Kleine-Heißmann. Natürlich wollte der nicht auch noch einen zweiten Gegentreffer verursachen. Und so bleibt es letzten Endes beim 1:1 zwischen Rostock und Erfurt. Eine Drittligapartie, die in durchaus jedem Jahresrückblick fehlen darf, denn es war kein gutes Spiel. Punkteteilung 1:1. Erfurt bleibt in Rostock weiterhin ohne Sieg, zumindest nicht nach der Wende. Seit nunmehr 23 Jahren warten sie auf 3 Punkte bei der Kogge. Hansa dagegen wartet in diesem Jahr weiterhin auf den ersten Heimsieg. Der Fluch bleibt bestehen. Stefan Thoms mit den Stimmen. Scheint eine unendliche Geschichte zu werden mit ihrer Heimserie, die einfach nicht reißen will, die Negativserie. Wo sehen Sie heute die Ursachen? Nein, ich denke, umso mehr wir darüber reden, umso uninteressanter wird es. Also ich glaube, dass das nicht daran gelegen hat, sondern wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt, die gut eingestellt war und die dann auch noch in Führung gegangen ist. Dann wird es doppelt schwer. Ich bin froh, dass wir jetzt hier 1:1 gespielt haben. Das war auch verdient. Sagt Ihnen der Name Thomas Vogel zufällig was? Nee, sag mir nichts. Thomas Vogel war der letzte Erfurter Torschütze in Rostock gegen Hansa Rostock. Sie sind sozusagen seit 1991 wieder mal ein Torschütze in Rostock gegen Hansa Rostock. Gutes Gefühl, oder? Hört sich auf jeden Fall mal gut an, ja. Ist natürlich schön, hier ein Tor zu machen, vor allem kurz vor Schluss, aber trotzdem ist dann umso bitter, dass wir dann kurz vor Schluss noch so eine Gurke kriegen mit dem Eigentor. Da wäre mehr drin gewesen. Ja. Heute war sehr gut, dass wir Rostock eigentlich ganz, ganz wenig Torchancen zukommen haben lassen. Wir sind sehr gut gestanden, also sie hatten wenig Möglichkeiten. Wir nach vorne hin auch nicht allzu viel, aber wir hatten zumindest eine und die haben wir dann in ein Tor umgemünzt. Und leider ist uns es nicht vergönnt gewesen, dieses Ergebnis über 90 Minuten dann drüber zu bringen. Aber gut, wir nehmen diesen Punkt mit und in 3 Tagen haben wir schon wieder ein Spiel. Und zwar zu Hause gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Vielleicht klappt es ja dann mit dem ersten Saisonsieg für den FC Rot-Weiß Erfurt. Zumindest hat man jetzt erstmal den ersten Punkt. Hansa dagegen startet mit 4 Zählern in die Saison ganz ordentlich. Die Heimbilanz in diesem Jahr bleibt aber weiter ganz schön erschreckend.